Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Jetzt wieder mit unserem Nachwuchs, mit dem Christopher. Man sieht schon, er gedeiht, wächst prächtig und er ist ja auch schon 3. Kann ich natürlich einmal weiterlaufen lassen. Ich habe mal zwischenzeitlich ein bisschen geschaut. Es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas in der Gegend noch, wo man jetzt schon Krieg wieder anfangen könnte. Ja, unsere Tochter hat den geheiratet. Okay. Wunderbar. Das können sie gerne machen. Haben wir jetzt 12 Gold im Monat. Wie schaut sie aus? Da schon wieder fast volle Mannstärke. Sonst könnte man sich mal tatsächlich eigentlich wirklich mal ein bisschen überlegen. Haben wir denn einen Gegner hier, der ein bisschen schwächelt? Was ist das hier? Der Wladislaw Oginski. Auf ein Häuptlingstum. Okay, das ist hier oben. Da haben wir natürlich weniger Interesse. Aber wenn ich das hier sehe, Novara, wäre doch auch schon mal sehr, sehr gut. Aber da haben wir natürlich keinerlei Grund. Im Moment noch. Und was ist hier? Monferrato. Haben wir auch keinen Kriegsgrund. Aber das wäre natürlich schon mal Angriffsziele. Oh, was ist hier? Ah, da werden wir sicherlich gleich eingeladen. Auf ein Festmahl. Ja, wir sind einsiedlerisch. Aber da nehmen wir teil. Da nehmen wir teil. Hoffentlich lohnt sich das, sagen wir jetzt mal. Da hat ein benachbarter Herrscher einen Krieg gewonnen. Kriegserklärung. Wie kann Gräfin Agathe es wagen zu behaupten, meine Ansicht über die Kriegskunst werden fehlgeleitet? Ja. Sie halten wir nochmal 2. Ja, wieso meckert sie? Tja. Das ist natürlich schon mal schwach. Da kann man uns ja jetzt zwischenzeitlich gleich mal überlegen, einen Anspruch zu fingieren. Und zwar würde ich hier sagen, Novara, das käme uns gelegen. Beziehungsweise vielleicht auch für unseren Sohn was. Machen wir es mal anders. Festmahl im Ernstfall. Mitten während der Feierlichkeiten treibt mich deutlich mehr um, wie gut man diese Halle verteidigen könnte. Sollte hier jetzt ein Angriff stattfinden, befände sich der niedere Adel in unmittelbarer Gefahr. Zum anderen könnte ein kleines, behelfsmäßiges Bollwerk aus den großen Tischen errichten, damit man zumindest ein wenig Schutz böte. Wie würde man denn nun wohl einen Gegenangriff angehen? Ja, da ist er wirklich, der ist ja nicht paranoid, oder? Schadet nie auf die Sicherheit zu achten. Yes. Da braucht er jetzt doch hier keinerlei Angst haben. Also, auf dem Festmahl werden die doch nicht überfallen. Genau, gehen wir hier lieber mal Monferrato, weil ich glaube, hier Novara würde bei dem Bischof bleiben. Und das wäre hier eine normale Grafschaft. Das wäre was für unseren Sohn. Jawohl, der Ehepartner der Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen alleine aufgrund ihres Blutes oder Einflusses zusteht. Eines langen Tages beschwere ich mich gerade bei Edelswit, als sie mich unterbricht. Lasst mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Ja, schauen wir einfach mal hier kurz in den Rat rein. Natürlich der Ratsverwalter, würde ich mal sagen, der Amalrich. Ja, aber den will sie nicht, den will sie nicht schulen. Ja, dann wird man Gerlach nehmen.
Dann wird man Gerl auch nehmen. Er ist ja jetzt gleich ein bisschen hochgehüpft von seinen Eigenschaften. Zurück nach Hause. Lebt wohl, mein Rossverwalter. Okay. Haben wir auch halt noch mal ein bisschen Anspannung, die wir gar nicht hatten, erhalten. Wurde uns abgezogen. Besser gesagt. Ein Bündnis mit dem Bernhard. Ja, pff. Nee. Da schauen wir dann mal den Titel Herzogtum von Nordgau. Hofbrauch ging ein bisschen zurück. Okay. Ja, freilich kann er da hin. Sieht er mal wieder ein bisschen was anderes. Oh, neuer Lebenswandel können wir freischalten. Genau, und jetzt würde ich sagen. Genau, jetzt wieder hierher oder Strategie. Mhm. Ja, da macht er natürlich hier den standhaften Anführer. Da ist er natürlich hier fantastisch. Da ist er genau jetzt so gut wie unser bester Anführer. Und das war ja auch sein Ziel. Okay. Eselwulf von Wessex. Trank sich zu Tode. Wie schaut es dann hier noch aus? Immer noch 8.500 Leute. Okay. Geht es jetzt langsam vorwärts und das Kind ist wieder da. Das ist schön. Jetzt haben wir hier ein neues Festmahl. Graf Eckehard von Hans Hof. Mhm. Ja, den mögen wir eigentlich schon. Den mögen wir eigentlich schon. Ja, dann nehmen wir doch teil. Halt, schauen wir erstmal, wo das ist. Ach, hier hinten. Ich freue mich darauf. Okay, einige sind da. Ja, es geht eigentlich alles positiv voran. Brauchen wir uns wirklich nicht beschweren. Gleichgesinnte. Gräfin Elika. Ja. Kommen wir halt einer Freundschaft etwas näher, warum nicht? Schau ich mal kurz hier bei den Fraktionen rein. Ja, jetzt gibt es nur mehr einen. Graf Georg von Parma. Und wer ist das? Amalrich, den nehmen wir dann raus. Genau, da ist einer noch ein bisschen hier unzufrieden. Aber. So, jetzt schauen wir mal, wann können wir denn hier die nächste Lehrensautorität verabschieden. Wo war das wieder? Das war ja da irgendwo. Und zwar jetzt königliches Vorrecht. Genau, dauert aber noch ewig. Jo. Wie kann Norbert es wagen zu behaupten, meine Ansicht über die Kriegskunst wäre ein Fehlgeleiter? Ja, was haben sie denn alles? Ja, das, alle meckern hier rum, weil wir hier in der Kriegskunst so gut sind. Dabei gibt es doch im Grunde nichts zu meckern. Oh, sollte man natürlich weiterlaufen lassen. Das wäre eh schon gut. Sonst tut sich nichts. Im Ernstfall, mitten während der Feierlichkeiten treibt mich. Achso, es ist. Da überlegt er sich immer wieder dasselbe. Lebt wohl mein Vasall. Okay. Ich glaube, da mag er jetzt. Oh, der Wechsel von Französisch zu Cisalpinisch. Okay.
Okay. Akzeptanz 44%, also ist da auch nicht so dramatisch. Da braucht man nicht einschreiten. Was haben wir hier? Also den Papst können wir wieder um Geld bitten. Sehr gern. Alles können wir natürlich dann anwenden gleich, um unser Reich wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Vielleicht jetzt hier mal ein bisschen von unten. Erstmal um die Aufgebote. Und dann hier wieder um die Steuern. Hautsammler. Okay. Und dann belassen wir es dabei, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt nicht die ganze Kohle raushauen. Jetzt schauen wir mal, was hier noch alles drin ist. Ja, der Bischof, der Verhasste, lebt leider immer noch. Wir können hier ja nichts machen. Er hat unseren Vater umgebracht. Aber wir können ihn nicht einkerkern. Obwohl es erfolgreich sein wird. Tja, schwierig, schwierig, immer noch. Das könnte man sich so vorstellen. Es geht eben doch das ein oder andere Mal dann trotzdem noch ein bisschen durch den Kopf, weil der seinen Vater enthauptet hat. Aber was will man hier schon großartig machen? Also nachdenklich. Ehepartner zu suchen, würde ich sagen, ist es noch etwas früh. Der hat hier einen Anspruch. Geht's auch langsam voran. Obwohl er natürlich sehr, sehr schlecht ist. Das sehe ich jetzt erst. Und der unterstützt uns auch nicht mehr. Wie alt ist er denn? 69. Ja, dann haben wir ihn vielleicht nicht mehr allzu lange. Der gewann den Krieg, der verlor den Krieg. Könnte man vielleicht nochmal ein bisschen Geld investieren. Ja, da will er uns huldigen. Ja, dann komm mal rein. Ich danke schön. Geld bringt er leider keins. Aber ein bisschen Hofbraucht haben wir wieder erhalten. Was könnte man dann hier machen? Bluthundzwinger. Könnte man hier mal rein basteln lassen. Und immer noch ein bisschen Geld da. Okay, natürlich. Den Don John, da brauchst du dann schon mal einiges an Kohle. Das wir allerdings auch bald haben. Aber dann ist natürlich schon dieses weg. So, jetzt schaue ich nochmal bei den Höflingen rein und zwar bei den Hofnarren. Ja, im Amt. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Den werfen wir raus. Hofnarr brauchen wir keinen. Hätten wir denn einen Hoftutor? Ja, ist natürlich die Ärztin. Vorkoster. Rittereffektivität. Oh, da hätten wir noch einen. Aber bleibt der dann hier drin? Kann man natürlich einen guten Stallmeister einsetzen. Wenn der so gut geeignet ist, warum nicht? Okay, Elsass. Der ist hier mit 28 immer noch allein. Schon wieder ein großes Festmahl. Ne, das machen wir jetzt nicht. Aber wir brauchen uns auch nicht speziell jetzt zurückziehen.
Jetzt ist halt die Frage, sollte er mal auf eine Pilgerreise gehen? Weil immerhin hat ihn ja der Papst schon zweimal Geld geschickt und dann denkt er sich jetzt auch, dann reisen wir mal in die Vatikanstadt. Zeit für die Abreise. Weil das ist ja, glaube ich, war da im Mittelalter schon mal gang und gäbe. Da ist ein Herrscher natürlich seiner mehr oder weniger Geldgeber auch mal besucht. Und jetzt hat er sich verirrt. Weder meine Gefährten noch ich finden den Weg zurück. Ja, da fragen wir jetzt einen Ortskundigen. Kostet zwar Geld, aber es hilft nichts. Wir wollen dort ankommen. Alle Wege führen nach Rom. Wichtig ist nur, dass man mich hier sieht und hört. Ein entschlossener Pilger. Sehr schön. Die Eigenschaft Pilger haben wir erhalten. Genau. Frömmigkeit steigt. Das ist ganz klar. Sonst wird vermutlich nichts mehr passieren. Jawohl, und jetzt ist es schön, wieder zu Hause zu sein. Was kann das? Ein Buch? Nee. Nee, ein Buch lassen wir uns jetzt hier nicht machen. Oh, der Bärdacke mal vor uns zuweisen. Das ist natürlich auch schon mal wichtig. Hier vor allem verwaltungsmäßig, würde ich sagen. Und da ist doch der Viktor. Doch ein relativ guter Verwalter. Der kann es ja übernehmen. Die Herausforderung. Ich befinde mich gerade im Übungskampf gegen einen meiner Soldaten und der Schweiß steht mir auf der Stirn, als ich das seltsame Gefühl habe, beobachtet zu werden. Als ich über meine Schulter schaue, ist da tatsächlich jemand. Mein Vasall Graf Alderic, der mir zuwinkt. Hallo. Ich gehe hinüber und begrüße ihn. Wir unterhalten uns eine Weile über unsere Übungen. So, und jetzt, ich könnte gegen ihn antreten. Ja, wir sind ja eigentlich ausgezeichnet im Kampfgeschick. Wieso soll man dann nicht antreten? So, ich bin wohl noch müde von meinem letzten Übungskampf, denn ich bewege mich schwerfällig und kann nicht mithalten. Okay, dann gehen wir nach. Da ist ja nicht irgendwie hier maßvoll, zwar ehrgeizig, aber braucht man ja jetzt nicht uns irgendwie verletzen. Gut gekämpft. Kind unterrichten. Jawohl, das macht der Viktor. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe herausgefunden, dass Gräfin Fridas ererbte Vasallenbande aufzulegen, mehr zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Ja, ist es so? Was haben wir denn hier? Na, noch mehr. Na, da haben wir ja schon hoch. Da haben wir doch schon hoch. Ja, das lasse ich durchgehen. Genau, weil wir hier schon hoch haben. Dann sollte ich auch noch die Feudalaufgebote noch ein bisschen mehr Leute liefern. So machen wir das. Jetzt haben wir ja schon wieder volle Mannstärke. Das ist gut. Dann schauen wir mal, wie es denn hier steht mit unserem Anspruch. Halt, das ist die Entwicklung. Oh, neuer Erzbischof.
Aber der billigt uns, das ist gut. Jetzt bin ich ja gespannt, was das für einer ist. Etwas besser. Na, Gott sei Dank. Genau. Jetzt kann er natürlich das hier auch besser durchsetzen. Und jetzt ist es schon fast soweit. Jawohl. Dann haben wir endlich die erste Grafschaft für unseren Sohn, auf den wir ja so stolz sind. Hier, 5 ist er schon. Müsste man natürlich jetzt noch nicht, wo man da den einsetzen und irgendwo ein Bündnis dann damit neu gründen. Aber das planen wir, machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!